Danke. Bürger Deutschlands, unsere Angriffsministerin, Quatsch, unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stand dieses Jahr ziemlich in der Kritik. Es ging um kaputte Transportflugzeuge und Schrottgewehre und aktuell tatsächlich um den Syrien-Einsatz. Hysterie greift um sich. Völlig unangebracht, wie Frau von der Leyen findet. Sicher war 2015 ein schwieriges Jahr. Erst die Sache mit dem Sturmgewehr G36 von Heckler und Koch. Das trifft nicht so richtig gut bei über 30 Grad Außentemperatur, was gerade in Afghanistan jetzt nicht so super ankam. Andererseits war es auch keine gute Idee vorzuschlagen, man solle die Bundeswehr stattdessen im arschkalten Grönland stationieren. Da wäre zwar keiner zum Erschießen, aber wenn einer käme, würde es gehen. Aber dieses Thema, was ist? Vorsicht, schneid auch bald wieder hier. Aber dieses Thema ist vom Tisch. Man ist noch befreundet und das ist auch wichtig, weil Frau von der Leyen auch ihr Haarspray bei Heckler & Koch bezieht. Das spielt aber in dem Zusammenhang keine Rolle. Nun, und das ist wichtig, geht's nach Syrien. Das wird aber, so darf ich noch einmal ausrichten, kein Krieg, nur ein sehr, sehr gefährlicher Einsatz. Ein Haus ist ja auch nur ein sehr, sehr starres Zelt. Wir gehen auch nur mal gucken. Und zwar, wie gesagt, in Syrien, also weit draußen. Und das mit dem Jet. Was Syrien betrifft, sei klar gesagt, da draußen gibt es nur Aufklärungsflüge. Und was Deutschland betrifft, sei klar gesagt, draußen gibt es nur Kännchen. Bis sie explodieren, aber es ist ein völlig anderes Thema. Jetzt mal für Sie, die Strategie mal für den Laien verständlich. Wir haben 93 Kampfjets vom Typ Tornado. So direkt einsatzbereit sind aber nur 29. Und von diesen 29 Fliegern schicken wir jetzt, sagen wir mal, 6. Sicher, Frau von der Leyen räumt ein, jede Verkäuferin von Tupperware hat mehr Kontrolle über ihr Geraffel. Aber sie räumt es ein. Ja, aber wir schicken ja nur die 6 Jets. Die funktionieren. Denn der Islamische Staat schätzt unsere deutsche Wertarbeit. Er hat ja auch Gewehre von uns. Keine Ahnung, wie er da rangekommen ist, aber die Ministerin tippt mal auf eBay Kleinanzeigen. Warum wir es allerdings trotzdem nicht geschafft haben, denen unsere G36 Rohrkrepierer unterzujubeln, ist zur Stunde unklar. Fest steht aber, wenn der IS über Flugabwehrgeschütze verfügt, finden wir es raus. Deswegen nehmen wir das Flugzeug. Warten Sie. Es geht uns ja auch gar nicht darum, da irgendwas kaputt zu machen. Es geht nur darum zu zeigen, Kuckuck, wir sind jetzt auch dabei. Wir müssen unserem Kumpel Frankreich helfen. IS, hier, hallo. Kuckuck, die Welt zu Gast bei Freunden. Huhu. Wir bleiben aber flexibel. Mal schauen, was noch geht. Optionen gibt es ja viele. Stichwort Onkel Assad. Das ist ja auch kein Diktator, sondern nur ein sehr, sehr bestimmend auftretender Mitmenschen, Skeptiker. Naja, wir halten Sie auf dem Laufenden, liebe Bürger. Bei unserer Informationspolitik für Sie gilt das Gleiche, was auch für die Tornado-Piloten wegen der möglichen IS-Flugabwehr gilt. Wenn es richtig scheiße läuft, erfahren Sie es zuerst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.